Ja, Leute, ich bin's wieder, eure Shoyuki hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Randall's Monday. Das letzte Mal waren wir bei Charlie und haben uns mit seiner netten Maschine Hal unterhalten, die wir schon letzten Montag kennengelernt haben. Die hat uns Gott sei Dank, ich sage jetzt mal, einfache Fragen gestellt, die wir mit Anfängerglück gut gelöst haben. Nun spinnt der liebe Hal aber jedoch und Charlie repariert ihn. Und mir ist in der letzten Aufnahme was aufgefallen. Wir haben zwar den Laser mitgenommen und auch hier das Blech, aber eine Sache ist mir beim Schneiden nämlich noch mit aufgefallen. Wir haben uns die Schwerter angesehen, die hier sind, und bei einem Schwert hat Charlie uns erlaubt, es mitzunehmen, sofern wir es bezahlen könnten, nämlich das nette Lichtschwert hier. So eins wollte ich schon immer haben. Ich wusste es. Und ich denke jetzt eigentlich, hat der feine Herr ja schon ein Lichtschwert, können wir ihn ja dennoch mal fragen, ob er nicht an diesem Lichtschwert interessiert wäre. Unser netter Space-Nerd. Das lasse ich lieber. Ich mag das Spielzeug. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Er ist nicht interessiert daran. Aber der Space-Nerd, oder unser netter Dorothy, hatte uns erzählt, was er für die Reparatur des Radios braucht. Ich habe es leider vergessen, was sie brauchen. Zink? Ich weiß es nicht mehr. Was brauchst du nochmal, um das Radio zu reparieren? Einen Lötkolben, Zinn und einen Schlitzschraubenzieher. Das ist doch nicht so schwer zu merken. Okay. Ja, ich habe keinen Plan. Hier, ich habe einen Laser rausbekommen. Kannst du das verwenden? Nicht auf meiner Abschnitt. Ja, gut, okay. Kannst du nicht. Hier, Blech. Das würde... Ja, ich habe keinen Plan von sowas. Hier. Ich glaube nicht... Ja, okay, gut, wir gehen schon rein. Wir wollten nämlich, das letzte Mal habe ich das schon angekündigt, zu unserem Psychiater gehen. Das Bild daneben können wir leider nicht anklicken, sonst hätte ich es gerne getan. Aber wir schauen einfach mal, warum sie denn so auf uns reagiert haben. Wow, warum ist denn mein Gesicht auf den Plakaten? Schmutzige Spielchen, ne? Na, dann kann ich nicht einfach so rein. Verdammt! Okay, gut. Ich hatte es mir anders erhofft, dass das nicht so sein wird. Dann muss jetzt die gute Shoyuko raten, was sie jetzt noch machen kann. Wir haben nämlich jeden Ort erkundigt, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Ich kann mal ganz kurz nochmal nachsehen. Hier, wir waren schon in Reynolds Wohnung, ging es ja nicht wegen Marconi. In der netten U-Bahn-Station haben wir einen kleinen netten Jungen kennengelernt, der eine neue Knarre haben möchte. Ich weiß auch, woher wir eine Knarre bekommen können, nur leider gibt er uns diese nicht. Bobs Werkzeugkasten ist da ebenfalls. In Claytons Cave waren wir, gab es aber nichts wirklich, was wir holen konnten. Hier waren wir gerade eben erst. Mel's Pawn Shop hat zu. Zu Amazon Express sollen wir nicht herein. Und der Dieb, der vor Mel's Pawn Shop steht, lässt uns nicht den Ring. Von daher müssen wir uns ja überhaupt überlegen, als Officer oder als Polizist dementsprechend bei ihm aufzutauchen. In Matts Wohnung waren wir schon und bei der Sci-Fi-Con, die ja jetzt gestrichen ist, ebenfalls. So, meine einzige Hoffnung, die ich jetzt raten könnte, ist, wir gehen jetzt zur U-Bahn, reden nochmal mit dem netten kleinen Jungen, der da drüben sitzt, und versuchen ihn vielleicht zu überreden, ob er nicht Lust an ein Lichtschwert hat. Vergiss es! Ich hasse dich, Randall. Wir hätten es versuchen können. Es gibt keinen Grund. Ja, wir haben uns die Sache auch nie angesehen, Sieht oder? Aus wie der Laser, der mich fast gekillt hat. Das ist ein Lichtschwert. Naja, so ein Spielzeuglichtschwert. So mit Lichtern und so. Ein Blech? Ist wohl ein Stück von Hell. Hübsche Girlanden. Okay, das bringt uns gar nichts. Die Partytür... Tröte und das Duct Tape hatten wir schon vorher aufgesammelt, aber ich weiß leider gerade nicht, wofür wir das gebrauchen können. Vielleicht sollten wir nochmal hoch zur Stadt und gucken einfach mal, was wir hier so machen können. Bob ist gerade abgelenkt. Bitte, gib mir die Bohr. Nichts für mich drin. Den Bohr, okay. Gib mir das Maßband. Was? Okay, nein. Okay, wir wollten nichts. Was ist denn mit dir? Du hattest doch die Wäsche von deinem Chef in deinem Koffer und du hattest auch eine Knarre. Ich werde nicht drauf bestehen. Würde zwar gern die 9mm in Action sehen, aber der Feigling traut sich nicht vor allen Leuten. Provokation! Lichtschwert! Vergiss es! Ach, Rando. Das wäre einer unserer Hoffnungen gewesen, die wir hätten machen können. Okay. Partytritte? Warum?
Ja, keine Ahnung, ich wollte es doch nur versuchen. Das mit den Wehren kriegen wir auch nicht aufgestockt. Mit einem Lichtschwert? Das ja kein Lichtschwert ist, von daher sollte es nicht funktionieren. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Ich hab mir gedacht, dass du genau das sagen wirst. Der Laser ist ja auch kaputt. Das heißt, zur Reparatur bringt er uns nichts. Wir können draufhämmern. Wer weiß. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Ich habe den Satz schon fast vermisst. In Ordnung, gibt es ja doch noch eine Sache. Dafür fahren wir doch auch mal zu Charlie zurück, der ja gerade vorne sitzt. Ich weiß, ich bin da schon reingegangen wie in dem Lichtschwert, aber vielleicht haben wir Glück und... Vorne an seiner Rezeption könnte etwas sein. Lass mich überlegen. Okay, hier sind Figuren und so. Captain Red Poster, mitnehmen. Absolut kein Interesse. Okay, war ein Versuch wert. Figuren brauchen wir auch nicht. Einen Tresen brauchen wir auch nicht. Comics? Die meisten sind Klassiker. Aber danke. Nein, ich habe jetzt ein echtes Leben. Die Bänder. Ich habe seit ich 23 bin keine Ex. Okay. Kaputtes Fenster. Ich will mich nicht schneiden. Überall Glasscherben. Na gut, es war ein Griff in den Ofen. Hier war nichts los. Gut, dann halt doch nicht. So, und ein paar Werkzeuge kriegen wir ja für unseren Darcy beim Van. Das meinten wir ja schon, dass wir das hinbekommen. Aber weiter weiß ich jetzt gerade auch nicht. Das ist nicht gut. Wir gehen weiter zur U-Bahn und schauen mal. Hier sind wir immer so selten lang gelatscht. Wir gucken uns einfach überall um. Irgendwo wird schon was geben. Kaugummiautomat, Hydrant. Ich glaube nicht. So kriege ich gar nichts aus ihm raus. Der lässt sich von mir nicht einschüchtern. Aber du hast jetzt ein Lichtschwert. Vergiss es! Okay. Ja, und sonst bringt es auch. Ach, Leute. Wir könnten zur Comic-Con fahren. Hier. Die Comic-Con. In der Hoffnung, dass wir vielleicht doch nochmal mit unserem lieben Murray reden können, der uns seine Marke geben kann. Oft. Oh, ich wollte ihn nicht ansehen. Entschuldigung, Mary. Kann ich Ihre Marke nochmal sehen? Kann Mary? Ich Ihre Marke nochmal sehen, Mary? Okay, aber bleib da, wo ich dich sehen kann. Macht mich nervös, wenn ich die nicht am Mann habe. Oh, danke und keine Angst, Sie können mir vertrauen. Okay, gut, dann ich weiß ungefähr die Reihenfolge. Wir müssen unseren netten Typen die Knarre abziehen. Auch wenn es eine richtige Knarre ist, müssen wir die Knarre an den Jungen? An den netten Jungen in der U-Bahn weitergeben, damit er uns seine Marke gibt, damit wir diese Polizeimarke haben können. Aber mehr weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir das Radio reparieren lassen wollen. Das bringt uns nämlich nichts. Ich weiß auch nicht, wofür wir eine Gelande brauchen. Ach Mensch. Okay, Mary, du kannst es wieder haben, bevor du meckerst. Bitte sehr, Mary. Sehr beeindruckend. Danke, Junge. Und jetzt, wenn es dir nichts ausmacht, lass mich weiterarbeiten. Er sieht immer so glücklich aus, wenn wir ihm die Marke zurückgeben. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Ich wäre ja auch glücklicher damit. Vielleicht kannst du uns Tipps geben. Ich habe keine Zeit, bei diesem alten Irren zu bleiben. Ich muss mich um was Wichtigeres kümmern. Okay, Randall möchte auch keine Tipps. Ich weiß, ich kann auch in dieses Hilfesystem reinschauen. Aber da, ja, da bin ich mir immer noch nicht ganz so sicher, ob ich das so gut finde. Vielleicht schauen wir uns gleich an, wenn ich irgendetwas gefunden habe. Bis gleich. Okay, Leute. Na, eine ganz, ganz kurze Zusammenschnitt. Ich habe erstmal überall geguckt, was ich noch brauche. Stattdessen habe ich noch mal im Inventar ein bisschen rumprobiert und geguckt. Er sagt, wenn man das Duct Tape auf jeden Fall benutzt mit der Teleskopente. Ich bin fast sicher, dass ich mit dem Duct Tape in meinem Inventar diesen Gegenstand verbessern kann. Aber wie? Aber wie? Das frage ich mich nämlich auch. Aber dann, wenn man das Duct Tape noch mal mit... Oh, das wollte ich nicht. Dem Laserschwert benutzt, dann... Ich bin fast sicher, dass ich mit dem Duct Tape in meinem Inventar diesen Gegenstand verbessern kann. Aber wie? Aber wie? Ich schneide das jetzt mal so zusammen, hoffe mal, das ist jetzt die Lösung. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Er hat da automatisch schon. Brauche ich nur das Duct Tape? Eher nicht. Brauche ich nicht mal. Okay, Teleskopente und Lichtschwert. Ich weiß auch, wo wir das gebrauchen können, weil in Mats Wohnung
Habe ich nämlich schon mal was versucht mit dem Lichtschwert, nämlich an diesen Magneten ranzukommen, und er meinte, es reicht nicht aus, aber ich glaube nicht, dass ein Lichtschwert mit der Teleskopente ausreicht. Ich habe schon versucht, das Ducktape mit anderen Sachen zu verbinden, damit es noch länger wird, aber er sagt nein. Also, probieren. Das bringt nichts, so komme ich nicht ran. War ein Versuch wert. Ach Mann, in Ordnung. Bevor ich noch weiter tüftel, weil es schon echt lange gedauert hat, erstmal noch daran zu tüfteln, gucken wir, wie wir unseren Teleskopente und unser Lichtschwert, was ich mir gedacht habe, dass das nicht so lange ist, so weit modifizieren können. Philipp, ein Hammer? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Muss ich gar nicht. Okay, gut. Sodass wir dann zusammen mit dem erfundenen Gegenstand an den Magneten rankommen. Wofür wir den Magneten brauchen, weiß ich zwar nicht. Vielleicht für Werkzeuge oder vielleicht für die Pistole zum Rausholen? Ich weiß es nicht. Wir werden damit noch improvisieren und gucken einfach mal, was wir mit einem Magneten anstellen können. Aber das alles sehen wir erst in der nächsten Folge. Und damit verabschiede ich mich hiermit. Auf Wiedersehen!